Guten Tag. Heute rede ich hier kurz über den Alltag eines Dolmetschers heutzutage. Wie sieht der Alltag eines Dolmetschers aus? Was macht ein Dolmetscher? Wie kann man in den Beruf einsteigen? Und warum macht man so etwas überhaupt? Mein Name ist Richard Delaney. Ich bin ein Vertreter des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer. Ich bin im Vorstand des Berlin-Brandenburg-Landesverbandes und am Ende des Vortrages werde ich auch nochmal meine E-Mail-Adresse und die Website des BDÜ, Landesverband Berlin-Brandenburg, einblenden. Informationen findet man auch über die Website. Wie sieht der Alltag eines Dolmetschers heute aus? Was macht ein Dolmetscher? Hier ein Bild aus dem schönen Film Die Dolmetscherin mit Nicole Kidman, die den Arbeitsalltag einer Dolmetscherin so richtig schön unrealistisch abgebildet hat. Aber mal kurz ein Einblick, eine Einführung, Daten und Fakten. Im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer haben wir etwas mehr als 7.500 Mitglieder. 79% davon sind Frauen. Sprachberufe sind stark Frauensache. Wir bieten insgesamt mehr als 80 Sprachen an. Der Großteil der Mitglieder sind Übersetzer, also 55% etwa arbeiten ausschließlich als Übersetzer, 10% ausschließlich als Dolmetscher und 35% in etwa arbeiten sowohl als Dolmetscher als auch als Übersetzer. Natürlich gibt es große Überschneidungen zwischen den beiden Berufsbildern. Altersstruktur, Durchschnitt 48 Jahre, Frauen etwas jünger, die Männer mit 52 etwas älter im Durchschnitt. Was macht der Dolmetscher genau? Es sieht selten so aus wie im Film dargestellt, wo ein Dolmetscher eine komplett unbekannte Sprache versucht zu erlernen und die Kommunikation erstmal grundlegend herstellt, sondern es geht um das Übertragen eines Textes aus einer Sprache in eine andere, also eine Übersetzung in dem Falle. Man redet vom Dolmetscher, wenn es um die mündliche Übertragung geht und vom Übersetzer, wenn es ums Schriftliche geht. Als Teil des Ganzen, also als Teil des Berufes oder Teil der Aufgabe dieser Sprachübertragung, stellen sich verschiedene Fragen, wie man das macht. Lokalisierung, gleiche ich den Text an, die Zielkultur an, erkläre ich etwas in einer Art und Weise, die es für den Hörer verständlich macht, gerade wenn wir Konzepte haben, die sich nicht eins zu eins übersetzen lassen, weil das Konzept nicht existiert zum Beispiel. Dichte ich um? Bin ich kreativ? Versuche ich, das wiederzugeben, was im Kern ausgedrückt werden soll? Oder gebe ich tatsächlich explizit nur das wieder, was gesagt wurde? Ein Beispiel, eine Kollegin erzählte mal von ihrem Arbeitsalltag als Dolmetscherin bei Gericht in Japan. Und in Japan ist die Sprache, die verwendet wird, anders, wenn man ein Mann ist oder eine Frau. Das heißt, wenn sie als Dolmetscherin für einen Mann gedolmetscht hat, hat sie das für das Gericht trotzdem in ihrer Position als Frau weiblich formuliert. Das wäre so eine Art der Lokalisierung, wo man sich an die Gebräuche der Zielkultur anpasst. Was gibt es an formalen Voraussetzungen? Offiziell keine. Dolmetscher ist kein geschützter Beruf. Jeder kann sich Dolmetscher nennen. Jeder kann als Dolmetscher arbeiten. Die Frage ist natürlich immer praktisch, ob man Arbeit kriegt, ob man das überhaupt kann. Aber grundsätzlich könnte jeder seine Dienste als Dolmetscher anbieten. Es gibt natürlich verschiedene geschützte Bezeichnungen. Es darf sich nicht jeder Diplom-Dolmetscher nennen zum Beispiel. Es gibt staatliche Prüfungen, Bachelorkurse, Masterkurse. Es gibt die allgemeine Beeidigung für Dolmetscher bei Gerichten. Das sind natürlich alle Begriffe oder Bezeichnungen, Berufsbezeichnungen, die geschützt sind. Aber grundsätzlich, Dolmetscher kann sich jeder nennen. Als Dolmetscher darf jeder arbeiten. Ob jeder als solcher arbeiten kann, ist natürlich eine ganz andere Frage. Was haben wir an allgemeinen Anforderungen? Man braucht eine gute Allgemeinbildung. Das
Problem beim Dolmetschen noch viel mehr als beim Übersetzen ist, dass man natürlich sofort reagieren muss. Das heißt, man braucht noch viel stärker als der Übersetzer eigentlich diese Allgemeinbildung permanent im Kopf präsent, dass man sofort reagieren kann. Der sichere Umgang mit Mutter- und Fremdsprache. Ich muss also sofort erkennen, ob etwas eine Nuance hat, ob etwas ein Witz ist, ob etwas ein Bezug auf etwas ist. Und dann muss ich auch noch schnell reagieren können und probieren, das in die Zielsprache umzusetzen. Kenntnisse der kulturellen Zusammenhänge anderer Länder. Wie funktionieren Sachen? Eben wiederum die Frage, wenn auf etwas Bezug genommen wird, muss ich das erstmal inhaltlich verstehen und dann muss ich wissen, wie läuft das bei mir im Land, wie sieht das aus, wie kann ich das wiedergeben. Je nachdem, was man dolmetscht, braucht man natürlich fundierte Fachkenntnisse. Ich kann schlecht auf einem medizinischen Kongress dolmetschen, wenn ich keine Ahnung von Medizin habe. Oder bei einem Jurakongress, wenn ich von Jura nichts verstehe. Das heißt, ich brauche nicht nur die Sprachkenntnisse, ich brauche auch die Fachkenntnisse. Die Fähigkeit, auch Fachtexte zweck- und adressatengerecht zu übertragen, dass ich also nicht in einer Verhandlung holpere und in sehr allgemeingültigen Begriffen rede, sondern dass ich die Fachbegriffe parat habe. Dass ich also nicht sage, naja, und der möchte Geld dafür, dass er irgendwie einen Schaden erlitten hat, sondern dass ich weiß, dass das im Deutschen Schadensersatz heißt. Man muss sich natürlich mit den professionellen Arbeitsmitteln auskennen. Was gibt es an Arbeitsmitteln? Ich gehe gleich noch mal ein bisschen darauf ein. Aber wenn ich zum Beispiel als allgemein beeidigter Dolmetscher bei Gericht auftauche und das Gericht sagt mir, aufgrund der Corona-Situation benutzen Sie jetzt eine PFA, eine Personenführungsanlage, also Mikrofon, dass man nicht direkt neben dem Kunden sitzen muss, sondern per Mikrofon dolmetscht, dann muss ich wissen, wie ich damit umgehe, wie das Ganze funktioniert. Oder wenn ich bei einer Konferenz auftauche und mir eine Dolmetschkabine gezeigt wird und ich zum ersten Mal eine Dolmetschkabine sehe, dann ist das auch suboptimal. Die Fähigkeit, sich fachlich und terminologisch in neue Sachgebiete einzuarbeiten. Ein Kollege von mir sagte einmal, ein Dolmetscher ist jemand, der innerhalb von einer Stunde Experte in jedem beliebigen Gebiet werden kann. Das halte ich zwar inhaltlich für eine katastrophale Aussage, weil man sich natürlich eigentlich spezialisiert haben sollte oder ein Fachgebiet kennen soll. Man schafft das nicht in einer Stunde, aber natürlich muss man flexibel sein und man arbeitet oft mit Gebieten, Sachgebieten, die vielleicht nicht im Kernbereich der eigenen Expertise stehen oder die eine Erweiterung darstellen, wo man sagt, ich muss mich hier erst noch mal einarbeiten und dann bereitet man sich dementsprechend vor. Methodisches Wissen zur Bewältigung typischer beim Übersetzen und Dolmetschen auftretender Probleme. Wiederum die Frage, wie gehe ich um mit schwierigen Übersetzungen? Wie reagiere ich, wenn zum Beispiel ein Witz erzählt wird, bei einer politischen Rede, der einfach nicht übersetzbar ist? Es gibt das berühmte Beispiel, wo ein australischer, Moderator ein Interview mit dem Dalai Lama hatte. Einen Witz erzählte, der auf Englisch funktionierte, auf Tibetanisch überhaupt nicht. Und das Ganze war einfach nur zum Fremdschämen. Man guckte sich das an und der Dalai Lama lächelte freundlich, aber die Übersetzung funktionierte nicht. Wie gehe ich damit um? Sage ich zum Beispiel, der Redner hat einen Witz erzählt, lässt sich nicht übersetzen, bitte lachen Sie trotzdem. Oder versuche ich etwas Ähnliches anzubieten. Wie wird man Dolmetscher? Also wie schafft man es überhaupt in diese, oder wie kommt man auf die Idee? Man braucht fundierte Kenntnisse in einem oder mehreren Fachgebieten. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Man braucht hohe interkulturelle Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit.
wenn man eigentlich keine Menschen mag und am liebsten im stillen Kämmerchen sitzt und möglichst wenig Kontakt mit Leuten haben möchte, ist Dolmetschen nicht ganz der richtige Beruf. Man hat mit Leuten zu tun, das ist die Kernkompetenz. Man braucht die Fähigkeit und Bereitschaft, professionell auch mit Computertechnologien und so weiter umzugehen, mit Leuten umzugehen. Man muss flexibel sein, man muss reisewillig sein, man muss in der Lage sein, zum Kunden zu gehen. Also es kommt eine ganze Reihe von Sachen zusammen. Wenn ich Dolmetscher werden will, was für eine Ausbildung mache ich? Wie gesagt, es ist kein geschützter Beruf. Man braucht also formal gesehen keine Ausbildung. Aber es bietet sich an. Beim Dolmetschen eventuell sogar noch stärker als beim Übersetzen, weil es beim Dolmetschen einfach so viele verschiedene Herangehensweisen gibt und Aspekte, die doch recht komplex sind, die man nicht eben aus dem Ärmel schütteln kann. Es gibt verschiedene Studiengänge, Bachelor- oder Masterstudiengänge. Es gibt staatliche Prüfungen für Dolmetscher. IHKs bieten teilweise Prüfungen an. Es gibt andere Prüfungen. Das Schöne ist ja, wenn man mit Sprachen arbeitet als Beruf, hat man immer mindestens ein anderes Land, in dem es auch Ausbildungsmöglichkeiten gäbe. Meine andere Arbeitssprache ist zum Beispiel Englisch. Insofern kenne ich auch die Prüfungen, die in England angeboten werden. Dort gibt es zum Beispiel das Diploma in Public Service Interpreting für Dolmetscher im öffentlichen Dienst, bei Polizei, bei Gerichten und Ähnlichem. Oder man kann eben sagen, ich bin Quereinsteiger, aber ich bin so fließend in beiden Sprachen, dass ich mir auch zutraue zu dolmetschen und ich versuche es einfach mal. Würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil vieles dazu kommt. Notiztechnik zum Beispiel oder verschiedene Dolmetschtechniken, wie man herangeht, die doch hilfreich sind, wenn man sie zumindest mal gehört hat. Es gibt verschiedene Arten des Dolmetschens, ganz klar. Es gibt zum Beispiel Konferenzdolmetschen, wo man eigentlich in einer Kabine sitzt. Der Redner steht auf der Bühne, man hört die Sachen per Mikrofon und spricht in ein Mikrofon rein, simultan, damit alle Konferenzteilnehmer eben gleichzeitig in der Zielsprache hören, was der Redner zu sagen hat. Dann gibt es Arten wie Gerichtsdolmetschen, wo man meistens tatsächlich neben dem Mandanten sitzt oder neben dem Kunden sitzt, für den direkt dolmetscht. Und beim Dolmetschen hat man natürlich auch verschiedene Techniken. Es gibt also die beiden großen sind Konsekutivdolmetschen und Simultandolmetschen. Das eine, Konsekutivdolmetschen, beinhaltet, dass der Redner erstmal redet, dann wartet und der Dolmetscher dann übersetzt, was gesagt wurde. Das heißt, es ist ein Wechselspiel. Das Problem daran oder die Schwierigkeit daran ist, dass man sich natürlich merken muss, was der alles gesagt hat. Und dafür braucht man eine gute Notiztechnik, Stenografie oder ähnliches, dass man wirklich weiß, was wurde alles gesagt, was haben wir alles, und dass man das dann dementsprechend wiedergeben kann. Ich sehe gerade, es sind ein paar Fragen eingegangen, die würde ich zum Ende der Präsentation noch schnell beantworten. Simultandolmetschen ist das Klassische, was man sich so vorstellt, wenn man vom vor eben seinem Publikum steht und redet, gibt der Dolmetscher das Gleiche wieder. Es gibt Gesprächsdolmetschen, wo man als Dolmetscher in Gesprächen dabei sitzt, wo man versucht, eigentlich mehr oder weniger simultan das zu machen. Es gibt Flüsterdolmetschen, wo man
neben einer Person sitzt, wo also die gesamte Diskussion stattfindet und man für eine Person zuständig ist, der man quasi ins Ohr flüstert, auch nach dem Französischen für Flüstern bekannt als Chuchotage. Und es gibt verschiedene andere dolmetschende Tätigkeiten. Es gibt zum Beispiel die Situation, dass man vom Blatt dolmetscht, dass man jemandem beigeordnet wird, dem dann Unterlagen vorgelegt werden und man dolmetscht quasi vom Blatt runter statt vom gesprochenen Wort aus. Ich hatte auch mal die Situation, dass ich nach Frankreich fliegen sollte, weil dort ein Schiedsgericht tagte und eigentlich nur als Sicherheitsnetz dabei war. Wir hatten einen Kunden, beziehungsweise die Anwälte, die mich beauftragt hatten, hatten einen Mandanten, der einen Zeugen geladen hatte, der Englisch als Arbeitssprache hatte, der hervorragend Englisch sprach, der seine Aussagen eigentlich auch alle selber machte, aber zur Sicherheit, um sicherzustellen, dass er wirklich alles versteht und dass wirklich alles ausgedrückt werden kann und es nicht an Sprachproblemen oder Verständnisproblemen liegt, wurde ich beauftragt, dass ich mit dabei bin und ich habe bei dem Termin ein paar Mal was gesagt, ein paar Mal ein bisschen was erklärt, teilweise etwas nochmal erklärend klargestellt, aber im Großen und Ganzen musste ich nicht die ganze Zeit dolmetschen. Anstrengend war es trotzdem, weil man natürlich die ganze Zeit aufpassen muss und konzentriert sein muss, weil jederzeit eine Frage kommen kann und man dann nicht sagen kann, ach, wiederholen Sie doch mal, was gerade gesagt wurde. Also verschiedene Arten der Herangehensweisen. Womit arbeiten Dolmetscher? Hilfsmittel? Beim Flüsterdolmetschen hat man meistens keine spezifischen Hilfsmittel, sondern sitzt, wie gesagt, neben der Person, flüstert der ins Ohr und dolmetscht dann, wenn die gefragt wird, was diejenige Person zu sagen hat. Zunehmend, jetzt gerade auch im Laufe der Corona-Pandemie, werden sogenannte PFAs verwendet, Personenführungsanlagen. Das sind Funkmikrofone, wo der Dolmetscher also nicht direkt neben dem Teilnehmer sitzen muss, sondern wo der oder die Teilnehmer Kopfhörer haben. Der Dolmetscher hat ein Funkmikrofon und kann dann von einer Entfernung aus für einen oder auch für mehrere Personen dolmetschen. Das ist nicht ganz das gleiche wie eine Dolmetschkabine, wie man das bei Konferenzverdolmetschungen meistens hat. Die Dolmetschkabine ist schalldicht. Man sitzt meistens mit einem Kollegen da, weil man sagt, man kann nur eine gewisse Zeit lang tatsächlich, ups, pardon, man kann nur eine gewisse Zeit lang tatsächlich dolmetschen konzentriert. Man hat Computer und so weiter vorhanden. Teilweise liegen Redebeiträge in schriftlicher Form vor. Insofern ist eine Dolmetschkabine das bequemere Mittel eigentlich. Und die Personenführungsanlage ist nicht ganz das Äquivalent. Man hat immer noch den Geräuschpegel drumherum. Aber es ist schon mal ein Schritt weiter, ein technischer Schritt weiter zumindest zu dem einfachen Person-zu-Person-Flüsterdolmetschen. Womit arbeiten Dolmetscher nicht? Den Universal Translator oder den Babelfish aus Douglas Adams gibt es noch nicht. Es gibt zwar mittlerweile Angebote, wo sowas angepriesen wird, wo man sagt, ach, man kann in einer Sprache reinsprechen und das spricht dann in der anderen Sprache raus, aber das ist alles noch nicht ausgereift. Auf sehr grundlegende Art und Weise funktioniert es vielleicht. Also ich kann vielleicht sagen, wie komme ich zum Bahnhof bitte? Aber sobald es komplizierter wird, funktioniert das noch nicht verlässlich. Was gibt es an Herausforderungen? Ganz viele verschiedene Aspekte. Sprachen sind nicht immer logisch. Und wenn man vom Dolmetschen redet, hat man teilweise auch das Problem, dass bestimmte Dialekte unterschiedlich sind, dass man in verschiedenen Regionen teilweise verschiedene Begrifflichkeiten hat und so weiter. Da muss man auf dem Laufenden bleiben. Es gibt oft keine direkte Entsprechung, weil wir kulturelle und systemische Unterschiede haben. Sprachen entwickeln sich weiter, Verwendung entwickelt sich weiter und da muss man auch auf dem Laufenden bleiben. Und ganz wichtig, die Sprachkenntnis alleine ist nicht ausreichend.
Ich muss nicht nur die Sprache verstehen, ich muss auch den Inhalt verstehen. Und mit dem muss ich eigentlich in beiden Sprachen vertraut sein. Ganz kurz noch ein bisschen zum Thema Eigenwerbung. Berufsverbände. Dolmetscher ist kein verkammerter Beruf, genau wie Übersetzer. Aber es kann hilfreich sein, Mitglied in einem Berufsverband zu sein. Zum einen wird man besser gefunden, wenn man im Verzeichnis eines Berufsverbandes steht und Leute nach Dolmetschern suchen. Zum anderen kann man ein bisschen damit kokettieren und sagen, ich bin Mitglied in dem Verband. Das ist eine gewisse Qualitätsabsicherung, weil man gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt haben muss, um diesem Berufsverband beitreten zu können. Die Berufsverbände leisten Lobbyarbeit. Insofern unterstützt man diese Lobbyarbeit, die einem im Endeffekt auch zugutekommt. Sie bieten eine Möglichkeit zum Netzwerken, zur Akquise. Es gibt eine Berufsordnung, wo man gerade als Berufsanfänger mal gucken kann, was sollte man denn machen als professioneller Sprachmittler, ob Übersetzer oder Dolmetscher. Sie bieten oft Sonderkonditionen oder Rabatte für Hilfsmittel, ob das jetzt Sprachkurse sind oder Versicherungen oder technische Hilfsmittel. Es gibt Hilfestellungen für Anfänger. Die meisten Berufsverbände haben eine Art Mentoring-Programm. Beispiele in Deutschland wären zum Beispiel der BDÜ, mein Bundesverband, der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. Für Konferenzdolmetscher speziell gibt es noch den Verband der Konferenzdolmetscher, den VKD, der mittlerweile im BDÜ aufgegangen ist, aber der noch als eigener Verband besondere Veranstaltungen macht. Und hier als Abschluss noch meine Kontaktdaten, die Webseite des BDÜs in Berlin-Brandenburg. Natürlich kann sich auch jeder die Seite der verschiedenen Landesverbände angucken, je nachdem, in welchem Bundesland man wohnt. Ich bin jetzt aus Berlin. Oder in der Tat die Webseite des Bundesverbandes, wo auch viele Informationen zum Beruf und zum Bundesverband und Vorteilen desselben aufgeführt sind. Jetzt gucke ich gerade mal, was an Fragen reingekommen sind. Sind Dolmetscher eher festangestellt oder Freelancer? Es gibt beides, aber tendenziell sind die meisten freiberuflich tätig. Vor allem auch, wenn sie in beiden Berufen, also Dolmetscher und Übersetzer, tätig sind. Wie sieht die Arbeit bei Gericht aus? Wie wird es beim Notar gedolmetscht? Probleme und Tipps. Bei Gericht sieht es eigentlich so aus, dass man neben dem oder neben der Person sitzt, für die gedolmetscht werden muss. Die Gerichtstarife sind 70 Euro die Stunde nach dem Justiz, also nach dem JVEG, dem Vergütungsgesetz für Sachverständige, wo Dolmetscher dazu zählen und Übersetzer. Wie wird beim Notar gedolmetscht? Das variiert stark. Probleme und Tipps. Tipps beim Notar. Beim Notar ist es ganz häufig so, dass der Notar die Urkunden komplett vorliest und dass das Teil der Aufgabe des Notars ist, dass der Kunde alles mal gehört hat. Da hilft es, wenn man die Urkunden vorher auch mal gesehen hat. Das heißt, wenn man mit dem Notar Kontakt aufnehmen kann und sagt, können Sie mir die Urkunden im Voraus schicken? Oder mit dem Kunden direkt und sagt, können Sie mir die ganzen Urkunden erstmal schicken? Dann kann man sich vorbereiten. Das hilft. Probleme, ganz häufig rattern die Notare die Sachen in einem Heidentempo runter, wo es dann schwierig ist, mitzukommen. Da den Notar einfach mal ansprechen und sagen, ich brauche ein bisschen Zeit, um das zu übersetzen, bitte Pausen machen. Oder vielleicht ein Handzeichen absprechen, wenn er mal zu schnell redet. Was macht man, wenn die Satzstruktur beider Sprachen so unterschiedlich ist? Und zum Beispiel, Verb kommt erst am Ende. Ja, da gibt es die schöne Anekdote, wo ein Redner, ein deutscher Redner, ewig lang redet und der Simultandolmetscher steht daneben und schweigt. Nach einer Weile dreht sich der Redner zu seinem Dolmetscher und sagt, ja, worauf warten Sie denn, Mann? Und der Dolmetscher sagt, auf das Verb.
Ja, wie macht man es? Es ist schwierig. Teilweise muss man eben auf das Verb warten und man stellt den Satz dementsprechend um. Deshalb muss man auch ein gutes Gedächtnis haben. Wenn man in der Dolmetschkabine sitzt und keinen Kontakt zum Redner hat, hilft es ganz stark, wenn man vorher die Rede schon mal zumindest im Entwurf schriftlich hat. Was kann man machen, wenn man akustisch ein Wort einfach nicht versteht oder eine Abkürzung nicht kennt? Im Zweifel natürlich, wenn man Kontakt mit dem Redner hat, kann man sagen, können Sie das nochmal wiederholen oder können Sie das kurz erklären? Wenn man in der Kabine sitzt, ist das schwieriger. Da hofft man dann, dass der Kollege mitgehört hat und der Kollege einem vielleicht helfen kann. Oder man guckt, ob man recherchiert. Wenn man das Wort akustisch nicht verstanden hat, sich alles darum dreht, hofft man, dass es nochmal vorkommt. Warum werden vor allem Sprachen angeboten, die sowieso, wo der Markt sowieso schon eher gesättigt ist? In der Schweiz werden hauptsächlich Englisch, Spanisch, Französisch angeboten, aber nicht exotischere Sprachen. Kann man auch eine Ausbildung in einer anderen Sprache machen, als man nachher darin arbeiten will? Man kann natürlich in jeder Sprache arbeiten, wenn es keine Ausbildungsgänge in der Sprache gibt, man aber für die Sprache kompetent ist, kann man teilweise eine Sondergenehmigung kriegen, wenn es keine staatliche Prüfung gibt. Dann, ich weiß gar nicht genau, wie die das abnehmen, aber das gibt es teilweise bei exotischen Sprachen. Beim BDÜ gibt es eine Broschüre zu seltenen Sprachen, die in Deutschland ja nicht so sonderlich stark sind. Vorteil ist natürlich, wenn man der Einzige ist, der diese exotische Sprache anbietet, ist man derjenige, der gefragt wird, wenn sie vorkommt. Nachteil ist, dass es nicht so häufig vorkommt. In welchem Verhältnis steht konsekutiv und simultan Dolmetschen? Was wird mehr gebraucht, nachgefragt? Häufiger ist ganz klar das simultan Dolmetschen, weil das von dem Redner weniger verlangt. Da muss ich nicht groß überlegen. Das ist für mich als Auftraggeber praktischer. Und was für den Dolmetscher angenehmer ist, kümmert meistens wenig. Ja. Wir arbeiten Dolmetscher bei der EU-Kommission, die ja sicher Meetings zu sehr stark wechselnden Fachthemen dolmetschen müssen. Richtig. Die müssen sich sehr breit aufstellen und bereiten sich natürlich vor. Bei der Kommission oder generell, wenn man angestellt ist, hat man meistens noch deutlich mehr Vorwarnung als als freiberuflicher Dolmetscher. Als freiberuflicher Dolmetscher kann ich einen Anruf kriegen, haben Sie gerade Zeit, uns ist ein Dolmetscher abgesprungen, können Sie vorbeikommen? Oder wir brauchen für morgen einen Dolmetscher, sind Sie verfügbar? Bei der Kommission habe ich im Zweifel viel mehr Vorlauf und kann auch die Unterlagen einsehen, um die es geht. Das heißt, ich kann mich schon mal inhaltlich vorbereiten. Was macht man, wenn die Ausgangssprache zum Beispiel kein Gender hat, er oder sie etwas gemacht hat und man in der Zielsprache die Festlegung braucht? Das muss nach dem Sprachgefühl gehen. Man muss gucken, wie man das irgendwie ausfindig machen kann. Vielleicht kann man nachfragen, teilweise ergibt es sich aus dem Zusammenhang, teilweise kann man vielleicht einfach eine Erklärung eingeben und sagen, hier ist nicht eindeutig, ob es männlich oder weiblich ist, ich verwende jetzt erstmal das generische Maskulinum zum Beispiel. Was ist wichtig, wenn man als Dolmetscher für die Polizei arbeitet? Ganz wichtig, ob als Dolmetscher oder als Übersetzer, ist die Unabhängigkeit, dass man also wirklich das verdolmetscht, was gesagt wird und nicht sich unter Druck setzen lässt, dass einem gesagt wird, ach, der meint doch bestimmt das. Kann natürlich, kann natürlich passieren, dass ein Polizist oder ein Richter oder ein Anwalt recht hat und man sagt, oh, stimmt, das ist richtig. Aber als Dolmetscher ist man selber der Experte für die Sprache. Das heißt, da sollte man auch das Selbstbewusstsein haben und sich dessen bewusst sein. Gibt es Sprachen, für die Dolmetscher stark angefragt sind? Ja,
Frage ist, wo? Jetzt bei Konferenzen, bei Geschäftssachen ist Englisch oft die vorwiegende Sprache. Bei Gerichten wird Englisch oft als Hilfssprache genommen, wenn es Leute sind, die sich auf Englisch verständigen können und man keinen Dolmetscher für die eigentliche Sprache hat. Ansonsten variiert es stark. Ja. Welche Bitte hätten Sie an die Sprechweise der Referenten, damit Sie es leichter mit dem Dolmetschen haben? Geschwindigkeit. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass jemand meinen Vortrag heute hätte verdolmetschen sollen, das wäre zu schnell gewesen, deutlich zu schnell. Wenn ich mit Referenten rede im Voraus, dann bitte ich sie, langsam und deutlich zu sprechen, im Zweifel immer mal wieder eine Pause zu machen, weil man auch beim Konsekutivdolmetschen natürlich immer erst hört, was sagt denn der Redner und teilweise etwas hinterherhängt. Teilweise sind auch die Sätze oder Satzstrukturen in der Zielsprache länger, sodass man länger braucht und dann kommt man irgendwann nicht mehr hinterher. Das heißt, als Redner sollte man gucken, dass man deutlich und langsam spricht und mit ja, Pausen. Wie hat sich der Alltag des Dolmetschers durch Corona verändert? Stark. Also die Kollegen, die hauptsächlich dolmetschen, haben in der Krise stark gelitten, weil natürlich viele Konferenzen abgesagt worden sind. Das Dolmetschen remote, online und so weiter ist schwieriger. Ja, weil einem Mimik fehlt, weil das ganz miteinander fehlt, den Text. Wir dolmetschen die meisten von zu Hause aus oder in Hubs. Also ich, soweit ich weiß, hat sich das noch nicht komplett durchgesetzt, zumindest. Man versucht natürlich irgendwie sich zuzuschalten. Teilweise wird das auch gemacht. Ich habe auch schon Videoverdolmetschung gemacht. Aber es ist halt schwierig. Was macht man, wenn sich die Referenten streiten? Ja, man freut sich. Die Frage ist, ob sie sich inhaltlich streiten. Und dann muss man natürlich gucken, dass man das dementsprechend überträgt. Normalerweise, oder oh, wir müssen gleich aufhören. Teilweise, wenn es einfach nur in grobe Streitereien ging, kann man sagen, die Referenten streiten sich. Dolmetscht man oft vom Deutschen ins Niederländische? Ja, kommt vor, wie bei allen Sprachen. So. Mir wurde gesagt, wir müssen hier leider aufhören. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, meine E-Mail steht da, die Webseite auch. Wenn noch jemand Fragen hat, kann man mir gerne schreiben. Ich hoffe, das hat zumindest ein paar Fragen beantwortet. Danke.